Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. TSMC, ein Mikrochip-Hersteller, kommt nach Dresden, ziemlich großes Ding. Und im Schlepptau von TSMC sind auch noch weitere Ansiedlungen, Vergrößerungen auch im Mikrochip-Bereich angedacht. Je nachdem, wen man fragt, sind das so ungefähr 5.000 bis 20.000 Arbeitsplätze in den nächsten, je nachdem, wen man fragt, 5 bis 10 Jahren. Also eine ganz schöne Menge. Und natürlich bringt das sehr viele positive Entwicklungen für Dresden, ein paar negative auch. Und der Punkt ist aber, dass wenn normal große Investoren möchten ein Haus bauen, dann möchten einen Supermarkt bauen, dann möchten ein großes Gewerbe bauen, Elbepark neu ausbauen, bei jeder Investition beschäftigt sich der Stadtrat intensiv mit diese Ansiedlung und wir haben Verhandlungen, wir haben Auflagen, wir sagen, okay, du kannst das machen, aber dafür müssten wir das und so weiter und so fort. Das machen wir bei jeder größeren Sache, nur bei TSMC haben wir es absolut nicht gemacht. Was die ganzen Vorgänge bei TSMC auszeichnet, ist, dass der Stadtrat weder gefragt, kaum informiert wurde, Vergangenheit, und wir auch eigentlich nicht beteiligt werden. Um das mal einem Beispiel klarzumachen, die BaupolitikerInnen unter uns mögen doch mal bitte nennen den Tag, wo wir den Bebauungsplan für TSMC beschlossen haben. Doch, wir haben das Baurecht geschaffen, zusammen mit Bosch. So, wenn ich recht informiert bin, das wurde im Wirtschaftsausschuss mal von mir so gefragt und da haben wir quasi im Schlepptau, einfach so, ohne es zu diskutieren, das beschlossen. Jetzt bin ich ja auch nicht ganz fern von diesem Planeten und mir ist ja klar, dass wenn jetzt eine 10 Milliarden Investition kommt, dass wir die nicht so behandeln können, wie wenn ein Supermarkt gebaut wird. Und mir ist ja schon klar, dass wenn das Land, das Bund, Bundesebene, Europa eingebunden ist, dass das schon etwas anderes ist und dass wir dann schon ein Stück weit hier einen Sonderfall haben, ein vielleicht auch ein Glücksfall. Der Punkt aber ist, wir sind hier der Dresdner Stadtrat. Wir jetzt und wer auch immer im Herbst da sein wird, dann im Stadtrat. Und wir repräsentieren die Menschen in Dresden, die uns gewählt haben. Und wir müssen ein selbstbewusster Stadtrat sein. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir, wenn wir schon nicht die Geschicke in den Händen haben, aber noch, dass wir wenigstens einige Fäden von den Sachen in den Händen haben, dass wir Informationen haben, dass wir mit an den Verhandlungstisch kommen. So, wir müssen sagen, nicht nur, ja, liebe Verwaltung, informier uns mal, sondern wir müssen aktiv hingehen und sagen, wir wollen mitreden. Bisher ist es so gewesen, das einzige Mal, dass der Stadtrat wirklich involviert worden ist, ist, als irgendjemand 50 Millionen von uns wollte. Das war das einzige Mal, dass wir hier im Stadtrat wirklich über TSMC und dessen Auswirkungen bisher geredet haben, als 50 Millionen herzugeben waren, weil das musste ja der Stadtrat beschließen. Alles andere, welche Straßenbahntrassen wir bauen, ob wir jetzt hier noch eine Schule und da Wohnungen, all das, das ist doch nicht nur unsere Verantwortung. Das müssen wir doch zusammen mit den Menschen, die hier ansiedeln, die hier Geld reinbringen, die hier Geschäfte treiben wollen, müssen wir doch mit denen zusammen besprechen. Mein starker Impetus hier, mein Wort heute ist, dass der Stadtrat sich auf seine selbstbewusste Rolle besinnt. Die Anträge von SPD und CDU, die heute gleich noch behandelt werden, sind in meinen Augen dafür schon ein sehr guter oder zwei sehr gute Schritte in diese Richtung, denn sie verlangen ja, dass wir Informationen bekommen. Sie verlangen auch in einzelnen Teilen, dass wir mit den Investierenden dort in Gespräche gehen, aber das ist halt noch nicht genug. Meine Damen und Herren, ich finde, TSMC-Ansiedlung ist eigentlich eine ganz gute Sache.
Ich finde aber, es ist erbärmlich, wie der Stadtrat bisher sich im Wesentlichen positioniert hat. Und ich hoffe, dass aus dieser Erbärmlichkeit diese beiden Anträge von SPD und CDU ein Stück weit helfen, denn sie sind schon mal zwei Schritte in die richtige Richtung. Danke.